Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bleib aus, wir sind im Phantasialand. Wie lange hast du dafür gebraucht, um das zu überlegen? Ja, wir dürfen heute auch mal Fly testen und das Hotel natürlich auch und Rookburg generell. Denn wir drehen für euch einen Vlog und übernachten von Samstag auf Sonntag hier im Charles-Lindbergh-Hotel. Völlig richtig. Wir haben auch eine Premiere sozusagen, weil es regnet heute den ganzen Tag. Über 9,5 Liter Dauerregen angesagt. Das heißt, wir gucken mal, wie oft Fly heute vielleicht einen Breakdown hat. Vielleicht, weil ich glaube, Fly wurde, glaube ich, noch nie so richtig im Dauerregen getestet. Ich bin sehr gespannt. Wir checken das mal. Jede halbe Stunde gucke ich heute auf die App und gucke, ob Fly einen Breakdown hat. Und dann schauen wir mal, wie uns Fly gefällt. Aber natürlich werden wir nicht die ganze Zeit in Rookburg sein, weil wir ja schon etliche Jahre, also 3 oder 4 Jahre nicht mehr im Phantasialand waren. Werden wir natürlich auch Taron fahren und. Und genau. Natürlich viele Indoor-Sachen wie Geisterrikscha und so. Ihr bekommt auf jeden Fall so einen kompakten Vlog, alles in allem. Ihr bekommt jetzt nicht ein Video von 11 Minuten Warteschlange von Fly. Das gibt's eh schon oft genug bei YouTube. Ja. Wir werden das ein bisschen kompakter halten, aber halt aus dem ganzen Phantasialand. Und natürlich auch das Abendessen, das Dreigangmenü im Hotelrestaurant, im Uhrwerk. Und die Bar gucken wir uns an. Und am meisten bin ich gespannt, wenn ich das Badezimmerfenster in unserem Hotelzimmer öffne, auf welches Schienenteil ich von Fly gucke. Oder auf die Straße. Oder auf die Straße, ich glaube. Na, mal gucken. So, wir werden jetzt starten. Starten wir mal 8.30 Uhr. Auf geht's zum Einchecken. Ayo! Can you feel it wrapped around your soul with no control? So, Check-in erfolgreich erledigt und Mareike zeigt euch jetzt mal, was wir bekommen haben. Wow, übertreibt. Also, wir haben hier einmal ein Aeronauten-Briefing bekommen, eine schöne Mappe, wo unsere Kabinennummer draufsteht im Gate B. Das ist direkt hier und wir gucken auf zweimal auf Schienen. Yay! Dann haben wir hier einmal eine Karte von Rookburg. Hier einen Willkommensbrief für die Explorer. Dann haben wir hier wunderschöne Postkarten noch bekommen von Rookburg, von der Kabine, von der Bar. Ja, das finde ich auch gut. Postkarten ist super. Die behalten wir und die versteigern wir nicht. Die versteigern wir. Die versteigern vor allem. Genau, dann haben wir noch 2 Boardingpässe bekommen für das Phantasialand-Tickets. Und, was sind das? Fastpasses? Ja. Für 4 Stück für Fly, die kann man am Tag komplett aufbrauchen oder sich halt aufteilen. So wie man das möchte, genau. Check-in ist um 15.30 Uhr, da können wir rein ins Zimmer. Um 9.45 Uhr können wir in den Park und Fly öffnet um, wir sind ja draußen, Fly öffnet um Rookburg, öffnet um 12 Uhr und wir müssen nicht anstehen, wir müssen vorne unser Ticket vorzeigen und können dann quasi rein. Genau. Frühstück ist ab wann? Ab 7 Uhr, oder? Richtig. Ab 7 Uhr ist Frühstück bis, weiß ich auch gar nicht mehr. Müssen wir morgen nochmal schauen. Keine Ahnung, und, Abendessen, das 3-Gänge-Menü haben wir heute Abend um 7:45. Und ja, jetzt schauen wir uns das Hotel noch ein bisschen an. Wir gehen jetzt hoch zur Aussichtsplattform und schauen mal im Regen, wie es da aussieht. So sieht's aus. Und es regnet wirklich extrem. Also ich weiß nicht, ob man es erkennt.
Es regnet richtig und das soll heute den ganzen Tag so sein. Aber gut, wir machen das Beste draus und wir filmen heute das erste Mal mit unserer neuen GoPro Hero Black 9. Schauen wir mal, wie die Aufnahmen so werden. So, hier haben wir oben noch so eine kleine Gate B Sonnenterrasse. Und laut Rezeption hat man von Gate B den schönsten Blick über Rookburg. Schauen wir mal. Ja, eindeutig. Also hier hat man echt den perfekten Gesamtüberblick. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal hingehen, wenn es beleuchtet ist. Und wenn natürlich Fly fährt. Hier, in Klugheim. Frühstück.
Ja, dann lass dir mal schmecken. Und Taron nach 3 Jahren, was sagst du? Es ist immer noch für mich oder für uns die beste Bahn der Welt bisher. Bisher, also alles, was wir bisher gefahren sind, ist Taron auf Platz 1. Ja, oh mein Gott. Platz 2 untamed. Und Platz 3? Ich habe die ganze Zeit die Arme hochgemacht. Gerne nicht. Also wohl. Aber das, man kann die Füße nicht hochmachen, so richtig. Die Beine hochmachen. Ja, aber Taron ist auf jeden Fall mega. Auch bei Regen. 35 Minuten haben wir gewartet und jetzt gehen wir zu Geister-Rikscha. Passt ja voll, ey. Passt ja. Komm. Geister Rikscha. Ich bin so vergesslich. Wer hat gerade beim Nautmaus zur Schokolade gewonnen? Du natürlich. Wie viele Punkte habe ich geholt? Über 200.000. Und du? 100.000. Was ist euer Highscore bei Maus zur Schokolade? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Weil ich habe gesehen, 800.000 ist der Highscore. What the hell? 800.000. So, Winyas. So, wir melden uns auch mal wieder. Sind jetzt Vinyas Forest gefahren und Crazy Bats, also Temple of the Night Rock. Genau. Das Alte. Das Alte. Jetzt stellen wir uns bei Fly an. Nee, wir stellen uns nicht an. Wir nutzen unser Fast-Ticket. Genau. Also, wir können zweimal fahren pro Person und wir gehen jetzt ohne Anstellen bei Rookburg einfach durchgehen mit unserem Boarding-Pass. Und dann melden wir uns und bin sehr gespannt. Frisur sitzt überhaupt nicht. Deine sitzt noch, meine sitzt überhaupt nicht. Also, auf geht's. Erstes Mal Fly für uns. Premiere. Auf geht's. Hast du die Mission Tischwackel? Bei diesem Fingerwinkel. Naja. Ich mache jetzt Pause, Mittagspause. Stopp. Hände desinfizieren. Hände desinfizieren. Das vergisst der Herr Ehlert manchmal. Ja. Focaccia Salami mit einer Cola. Das wird schon voll anders ausgesprochen. 7,30 €, das wird genauso ausgesprochen. Mareike isst heute Mittag nur ein Eis, weil wir heute Abend das Dreigang-Menü haben. Ja.
aber ich mag nicht so gerne Burger und ich mag auch keine Bowls, also muss ich Nudeln essen heute Abend. Und? Ich habe noch niemanden gesehen, der Nudeln gegessen hat in dem Restaurant, also Premiere. Ja, hier. Ach, so. Schönes Europapark, Desinfektionsmittel, Hashtag und bezahlte Werbung. Ihh. Mach das weg, da ist so... Ja. Dann esse ich jetzt mal, ne? Und ich habe keine Hand frei, um den Ausschalter zu drücken. Wir warten, dass es trocknet. Schneid nicht alles raus. Nee. Ja. Das kommt aus Ruckburg. Ja. Sag mal tschüss. Und tschüss. Mr. Geli. With a big mouth, listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Eggs you can unseal, key in ignition. Just keep me for like I ta-ta-ta-ta. Schnapp der Teller und? Kindereis. Ich wollte eigentlich, da gibt es so viele. Kannst du morgen nochmal ein Eis holen? Auf jeden Fall. Dann lass dir mal schmecken. Danke. Kostet übrigens 2 Kugeln. 2,60. Wo möchtest du dein Eis verspeisen? Irgendwo hier, weil es regnet. Okay. Filmaufnahmen sind nicht gestattet, ja. Ja, wir waren beide auf Toilette. Auf einmal suche ich Mareike nach der Toilette. Man hat sie sich erstmal aufs Karussell verdrückt. Übrigens, die Show Musatheum war mega. Also die war wirklich richtig, richtig gut. Ungefähr 40 Minuten. Und wir saßen in der zweiten Reihe, waren aber auch 35 Minuten vor Beginn im Wintergarten. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir machen. Es regnet mal wieder. Übrigens regnet es ja den ganzen Tag und Fly hatte, oh ich habe noch eine, ja, Segelrohr. Und Fly hatte wie viele Breakdowns? Null. Also wir haben immer mal wieder in die App geguckt und Fly fährt auch also bei... Also bisher, das was wir jetzt mitgekriegt ja, haben. Ja, also Fly fährt auch bei Dauerregen die ganze Zeit durch. Nur Chappas ist heute irgendwie ziemlich oft down. Ja, ist aber nicht so schlimm, weil es regnet. Chappas fahren wir hoffentlich dann morgen. Ich fahre das heute nur. Ja? Ja. Wenn du nass bist, bist du eh nass. Nee. Ja, aber ich fahre morgen, weil... Dann muss ich hier alleine fahren. Okay, ja. Wir fahren morgen. So, jetzt nochmal Maus und Schokolade, weil ich will meinen zweiten Sieg holen. Naja, ich filme. Wie es ihm gefallen hat. Da ist er. Und? Gar nicht so schlimm. Sieht von außen viel schlimmer aus, als es ist. Waren wie viele Überschläge waren das? 3 oder 4? Ja. Also, kann man empfehlen. Ist gar nicht so intensiv. Also, macht aber auf jeden Fall Spaß. Ja, ich habe gehört, dass sie das Fahrprogramm ein bisschen geändert haben. Das ist richtig. Last Ride of the Day. Würmlingsexpress. Noch nie gefahren. Wie hat das denn heute generell geklappt mit dem Abstand halten? Ah.
Hör mir auf. Aber dafür kann auch Phantasialand nichts. Tim, Tim. So sieht's aus. Übrigens filme ich ja heute mit der GoPro Hero 9 seit heute Morgen und ich habe noch den ersten Akku drin, habe aber schon weit über 60 Dateien gefilmt und der Akku ist jetzt bei 6%. Also der ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen, der Akku und auch die ganze Kamera. Richtig? Ist ein bisschen schief da drauf, aber ja, richtig. Die war auch in meiner Tasche. Aber ja. Boah, das war jetzt aber eine schnelle Fahrt, ne? Mit dem Goeblings Express. Total. Ja, wir gehen jetzt auch aus dem Park raus und beziehen unser Zimmer. Nein, unsere Kabine. Unsere Kabine in Charles Lindbergh und zeigen euch natürlich das Zimmer. So, wie versprochen, zeigen wir euch jetzt unsere Kabine. Tschung. Charles Lindbergh Hotel, Kabine B 22. Das wäre der Ausblick. Also richtig geiler Ausblick auf Fly. Müsste jetzt auch kommen. Kann man mal machen. Und schauen wir mal, ob Mareike schon da ist. Hallo Abenteurer! Hereinspaziert in eurer kleinen Kabine. Ich heiße euch herzlich willkommen in unserer kleinen Kabine. Einmal rundherum drehen, schon alles gesehen. Links ein Bett. Okay, ist okay von der Härte her, das ist gut. Also hier schläft dann der liebe Chris, hier schlafe ich. Also zwei Betten. Dann haben wir hier einmal Lichtschalter. Hier Klimaanlage und Heizung. Also die Heizung ist momentan an. Ich mache das jetzt mal ab. Weil nein! Dann sehe ich euch nämlich besser. Denn das hängt hier nämlich auch. Und zwar könnt ihr euch als Abenteurer, als Flieger verkleiden mit einer Fliegerbrille und einem Tuch. So, genau. Hier haben wir einen kleinen Fernseher. Den kann man auch drehen. Zwei Desinfektionstücher, ein Telefon, ein Hocker. Dann haben wir hier ein Schrank, der so schnell aufgeht, mit zwei Handtüchern. Ich hoffe, wir haben noch mehr. Ja. Leuchte mal rein. Und noch eine kleine Ablagefläche für Koffer. Das war's. Also, wenn ihr ein größeres Hotelzimmer haben möchtet, dann ist das auf jeden Fall nichts für euch. Dreh dich, dann ist direkt das kleine Bad hier. Dadam. So, hier ist ein Spiegel, was ich ein bisschen doof finde. Ich sehe mich da drin nicht. Der hängt etwas zu hoch. Ja, man sieht immer in deine Augen. So, ja, aber wenn ich da muss, ich halt so. Dann haben wir hier natürlich das Normale, dann haben wir hier eine, wie im Flugzeug halt, ne? Das gefällt, das kann ich gar nicht. Gefällt dir persönlich nicht, nein. Ist nicht dein Style. Genau, aber das ist ja hier, ist ja authentisch, ja. Aber meins ist es halt nicht. Dann haben wir hier einmal eine sehr schöne Regendusche und eine Brause, beides und wahrscheinlich auch sehr gut riechende Seife. Aber das Beste kommt natürlich. Scheiße. Natürlich. Der Ausblick aus dem Badezimmer auch noch mal auf Fly. Da hinten sieht man's. Unten ist die Bar, die testen wir heute Abend noch. Ja. Klein, aber fein und natürlich nagelneu. Und ich weiß nicht, hast du das schon gezeigt, dass man das hier verdunkeln kann? Nein. Man kann, jetzt könnte man durchgucken. Könnte man sich Fly angucken, damit aber keiner rein spammen kann, kann man es zudrehen. Ja. Guck mal, die Zeitung hat es auch hier mitnehmen. Oh, die Gazette gibt es auch hier. Ja. Also ist gewöhnungsbedürftig, aber vom Theming her, vom Style her, schon sehr hochwertig auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal was anderes, was Cooles. Also, genau. Was ich aber noch ein bisschen, wo ich mir den Kopf stoßen werde, ist diese kleine Kante hier, die verläuft unter die Matratze, über der Matratze meine ich. Und ich
bin mir sehr sicher, dass ich mir da in den Kopf stoßen werde, aber wir probieren es. Wir testen es, ob ich mir den Kopf stoße. Also wir sind auch sehr klein, wir sind nur 1,70 groß oder unter 1,70, Mareike. Größere Personen haben jetzt nicht so den Komfort hier, würde ich jetzt mal sagen. Und kuscheln ist auch nicht drin, ne, für Pärchen hier. Oh. Naja, wir machen uns jetzt mal frisch duschen nach dem regnerischen Tag und dann gehen wir um 20.15 Uhr ins Restaurant Uhrwerk. Du wolltest nicht das beenden, ne? Ja. Hab ich nicht. Hat sie nicht, hat sie nicht. Ja, hast du noch was zu sagen? Ich bin kaputt. Ich auch. Über 10.000 Schritte locker heute gelaufen. Ja, wir packen jetzt erstmal aus. Hast du Hunger? Ja. Bist du bereit, einmal Rootburg im Dunkeln zu sehen? Das machen wir jetzt. Und dann gehen wir drei Gänge essen. Oh. Möchtest du noch was sagen? Hallo. Bevor du vollgefressen bist? Nee. Okay. Ich bin ganz verspannt, ey. Weil es so kalt war den ganzen Tag und man so stand. Der steckt mal rein. Ja. Auf geht's in die Katakomben. Wir suchen das Restaurant. Steht schon wieder das Gleiche. Ah, ich höre Menschen. Das ist ein Boni. Und? Nein, aber hier ist die Bar. Da gehen wir später hin. Die Gänge zeigen wir euch gleich nach der Reihe. So, Vorspeise. Teigtaschen gefüllt mit Cola. Vielen. Ich habe gelesen Trüffel, Tomate, Ricotta. Champignons und Pfeffer. Dann lass sie mal schmecken. Mit Dip. Mit Dip. Ich glaube, den Dip magst du. Ich habe die Spaghetti Maverick. Das sind Spaghetti mit Tomate, mit Chorizo und so weiter und so fort. Ich glaube, Trüffel ist da auch bei. Dazu extra Parmesan und Baguette. Und der liebe Chris kommt gleich. So, mein Essen ist auch da. Und zwar sind das die Trüffelpommes mit zwei kleinen Burger. Machen wir ein bisschen Licht an hier. Zack. Ja, dann lassen wir uns mal schmecken, ne? Ich habe das Eis. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Irgendwas. Ellie's Ice Cream. What the fuck? So ist hell. Was hast du? Ich habe ein Karamell. Nee, ein Nougat-Törtchen mit Karamell. Boah, ist hell. Der Sven da sofort. Was ist das denn? Ja, sind wir soweit. So, wir haben 0.55 Uhr. Eigentlich ist schon Sonntagmorgen. Was für ein Tag, so viel erlebt, oder? Ja. Ja. Müde. So Müde. Viele nette Menschen getroffen, tolle Menschen. Auf jeden Fall. Und der Abend war es irgendwie noch so ein bisschen noch ein kleines Highlight. Irgendwie war das echt schön. Ja, auf jeden Fall. Danke, danke. Die Cocktails waren jetzt nicht so geil vom Geschmack, aber es war halt mal ein Erlebnis. Die Show, also dieses Trockeneis war mega ja. Cool. Also ich würde die einmal bestellen für das Erlebnis, aber ich glaube nicht ein zweites Mal für den Geschmack.
Aber es ist Geschmackssache. Geschmack. Mit Alkohol die Bowls um die 24 Euro, ohne Alkohol ab 17 Euro. Aber man muss sagen, das ist für zwei Personen und man hat da echt Trockeneis drin. Das ist ein großes Bohlenglas. Und man hat da noch Marshmallows drin, Zuckerwatte vielleicht auch noch oder. Zwei Muffins hatten wir drauf, ja. Oder so ein großer Lolli mit dem Herz. Das war ja auch schon echt cool. Also der Tag war rundum gelungen. Und wir sind morgen früh um 7 Uhr beim Frühstück. Warum haben wir 7 Uhr gewählt? Damit du in Ruhe filmen kannst. Damit wir euch das Frühstück in Ruhe zeigen können. Sind wir nett. Müde. Ja, wir sind sehr müde, wir schlafen jetzt. Ich muss jeden Tag um 6 Uhr aufstehen. Ja. Die ganze Woche. Unbezahlte Werbung, kommt ihr hin, testet das einmal selber. Fahrt Fly, das ist einfach ein Fliegt Fly. Ein mega Erlebnis und halt wirklich in Deutschland einmalig. Es lohnt sich absolut in der ersten Reihe noch am meisten. Und morgen steht dann an, zweimal Fly. Auf jeden Fall einmal Rudmors Taverne steht an. Und morgen wird das Wetter ein bisschen besser. Übrigens hatte Fly heute keinen einzigen Breakdown. Wir haben immer mal wieder in die App geschaut. Fly fährt durch, auch bei Dauerregen. Okay, Mareike, kapituliert. Gute Nacht. Okay, gute Nacht. Jetzt hat man deinen Arm nicht. Guten Morgen. 6.55 Uhr und wohin gehen wir jetzt? Frühstücken. Wie hast du geschlafen? Gut. Ja, kurz, 5 Stunden, unter 5 Stunden, aber gut. Ja, jetzt sind wir mal aufs Frühstück gespannt. Gucken, ob wir die Einzigen sind. Auf geht's, ist noch sehr ruhig hier bei Fly. So, guten Morgen aus dem Restaurant Uhrwerk. Wir zeigen euch jetzt das Frühstück. Und wir sind die Ersten. Melone, Kiwi, Banane, Orange. Schöne Grüße an Sven übrigens von Freizeitparkblock. Der schläft wahrscheinlich gerade noch. Ja, Joghurt. Joghurt, Milch, verschiedene Sorten. Auch Sojamilch. Verschiedene Aufstriche. Marmeladen, verschiedene Müsli-Sorten. Butter, Margarine, Frischkäse. Brötchen. Körner normal. Kleine Croissants. Desinfektionsständer. Und jetzt gehen wir einfach mal Reike hinterher. Kaffee wird an den Tisch gebracht, Heißgetränke werden an den Tisch gebracht momentan. Apfelsaft, Orangensaft, Flasche Wasser und noch ein Brötchen und Aufstufe. So, da wir gestern so viel gegessen haben, heute nur eine Laugenkrustung mit Nutella. Wir haben beide einen Apfelsaft und heiße Schokolade und Mareike hat ein Ei und ein Brötchen. Mareike holt sich gerade noch irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Aber sie wird jetzt kommen und dann werden wir es live miterleben. Oder auch nicht, wer weiß. Okay, wie Frauen nun mal so sind, brauchen sie etwas länger beim Buffet. So, halbe Stunde später. Wie hat's dir gemundet? Sehr lup. Sehr lucker, wollte ich sagen. Sehr lecker. Sehr gut und lecker gemischt. Sehr lecker auf jeden Fall. Es war genug Auswahl da. Jetzt nicht so ultra viel, aber es gab Porridge, es gab alles mögliche an Früchte. Und das Typische halt war sehr gut. Eierspeisen, ja, und halt auch frische Aufstriche, selbstgemachte Aufstriche. Selbstgemachtes Brot und Brötchen, also doch sehr zu empfehlen. Wo war denn das Brot? weiß ich nicht. Stand auf dieser Speisekarte auf jeden Fall. Können wir euch nochmal einblenden. Ich hab's nicht gesehen. Und wir machen jetzt nochmal ein bisschen Haier, oder? Ja. Wir sind auch so müde. Wir schlafen jetzt noch bis 8:45. Nee, ich schlaf bis
halb neun. Halb. Ich muss mich ja noch fertig machen. Ich schlafe einfach bis 9:15 und dann geht's wieder um 9:45. Und jetzt, wo, in welchen Themenbereich gehen wir? Rockburg. Also, wir wissen immer noch nicht, wie es genau ausgesprochen wird. 50% sagt Rockburg und 50% sagt Rockburg. Schauen wir mal, wie wir es heute nennen. Themenbereich. In einem neuen Themenbereich. So, Punkt 10 Uhr, wir sind wieder, wo sind wir? Wir haben den Namen nämlich jetzt von der Rezeptionistin gehört. Rockburg heißt es. Jetzt haben wir wenigstens den richtigen Namen. Und wir zeigen euch mal, in den meisten Videos sieht es mal mega groß aus, wie klein eigentlich der Bereich ist. Das fängt jetzt hier an. Mit dem Restaurant. Dann geht es nach hinten hin. Da ist die Sandwich Bar. Dann geht es weiter. Ein paar Stützen, ein paar Schienen. Ein Rundweg. Ne? Da in der Ecke ist die Candy-Werkstatt. Und hier Ende des Ganges ist der Hotelzugang. Und hier stehen wir. Also im Prinzip ist der Bereich gar nicht so groß, wie es halt immer aussieht. Aber wunderschön. Ich habe heute mal drauf verzichtet, weil ich ja keine Lust habe heute. Aber dafür habe ich für euch ein paar schöne Impressionen gemacht und jetzt wird gleich nochmal Talokan gefahren und Mystery Castle. So, jetzt mal eine Runde Chappas. Heute haben wir uns fast noch gar nicht gemeldet. Wow. Eine Runde Chappas, hast du Bock drauf? Nein. Mir ist zu kalt. Naja, 14 Grad heute. Und wir haben sehr viele Leute getroffen. Schöne Grüße nochmal an alle. Wir können gar nicht alle aufzählen, das waren so viele. Und ja, heute ist sehr unstrukturierter Tag. Wir sind mit Abstand die Besten. Wo gehen wir denn gleich essen? In Rotmoors Taverne. Zum ersten Mal. Der Dominik hat uns einen Kalbsschnitzel empfohlen mit Bratkartoffeln. Und der Daniel hinter uns auch. Deswegen werden wir das gleich mal testen. Und jetzt geht's durch Turm einstiegen. Und da Störung! Ich möchte gerne evakuiert werden.
guten Appetit zusammen. Wir waren alle ziemlich langweilig. Der Daniel hat ein Kalbschnitzel mit Bratkartoffeln. Die Mareike hat ein Kalbschnitzel mit Bratkartoffeln. Und der Chris hat auch ein Kalbschnitzel mit Bratkartoffeln. Preise schreiben wir euch unten rein. Und ich habe noch einen Eistee, wieder so ein Bio-Eistee. Und Mareike hat wieder eine kleine Cola, wo wieder eine Cola nicht reichen wird. Mareike zaubert gerade. Was denn? Was zauber ich? Weiß ich nicht, mit der Zitrone. Ja, man macht Zitrone auf Schnitzel. Normalerweise. Ich fühle mich wie, als wenn ich in den ABC-Restaurants bin. Zuckerwatte für 2 Euro nur. Hat's mir jetzt angetan. So ein mega Watteball. Watteball. Wir waren gerade im Musatier zum zweiten Mal, weil uns die Show so gut gefallen hat. Hatten natürlich nicht so gute Plätze, weil wir kurz vor Ende da waren. Aber die Show ist immer noch der Megawahnsinn. So, wir chillen uns jetzt ein bisschen hier hin irgendwo, weil da hinten wird es ein bisschen düster. Deswegen gehen wir besser unter den Skihirn. So, wir haben noch eine Sache vergessen in... Wie heißt der Themenbereich? Rockburg. Nämlich die Schokoladenwerkstatt. Da müssen wir jetzt hin. Wir können ja hier nicht die Schokoladenwerkstatt außen vor lassen. Also ein letztes Mal, bevor wir nach Hause fahren, in... Schokoladenwerkstatt. In welchem Themenbereich? Ruckburg. Mareike weiß nicht, wo die Schokoladenwerkstatt ist. Ich stehe davor. Mal gucken, ob sie es checkt. Versteht sie es? Sucht sie? Sie überlegt noch. Sie überlegt immer noch. Jetzt guckt sie Flyer an. Wo hast du gesucht? Hä? Hast du gesucht? Ja. Persönlich hätte das cooler gefunden, wenn hier überall verschiedene Schokoladendrops oder so drin gewesen wären. Das hätte dann irgendwie besser gepasst. Zum Laden halt. Aber die Auswahl ist auf jeden Fall riesig. Möchtest du hier was kaufen? Nein. 100 Gramm, 1,90 Euro. 100 Gramm, 1,90 Euro. Ja, kaufst du mal ein Kilo. So, zum Dessertabschluss nochmal 2 Crepes mit Zimt und Zucker. Heiß. Taro, nur 5 Minuten. Okay, erkennt man nicht. Fly 5 Minuten. Ja gut, wir haben jetzt auch kurz vor Schließung. 18 Uhr, ich schau mal genau hin, 18.19 Uhr. Und ja, nach dem Crepe werden wir auch nach Hause fahren. Dann bekommt ihr noch ein Fazit und das war's dann mit dem Vlog. 2 Tage im Phantasialand. Ende. Wir haben uns heute mal einen besonderen Ort fürs Fazit ausgedacht. Und zwar auf dem Alt-Berliner Pferdekarussell-Dampfkarussell.
Was war denn dein Highlight? Okay, dreh dich weg. Was war denn dein Highlight in den 2 Tagen? Natürlich Fly und Ruhburg. Also das war definitiv mein Highlight, weil ich bin noch nie einen Flying Coaster geflogen. Und ja, also für mich auch der ganze Themenbereich mit dem Hotel natürlich war einfach mal ein super Erlebnis. Und die Mitarbeiter sind so verdammt nett, also wirklich. Checkt auf jeden Fall mal in Charles Lindbergh ein und lernt das selber kennen. Es lohnt sich absolut. Wir haben das Karussell ist extra nur für uns angebracht. Ja, das stimmt. Wir haben, sich auch mal. Wir haben 7:15 und der Park schließt 7:00. Ja. Ja, dann würde ich sagen, in 4 Tagen sind wir schon wieder unterwegs und zwar im Movie Park Germany beim Halloween Horror Festival. Und bis dahin, hast du noch was zu sagen? Es waren zwei sehr tolle Tage mit vielen netten Leuten, die wir getroffen haben. Ja, viele danke erneut an dieser Stelle, wir haben uns schon mal bedankt, aber es war sehr, sehr schön. Genau, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Fly hatte unseren Wissens nach keinen einzigen Breakdown beim Regen. Absolut Top-Kapazität und Top-Abfertigung. Ja. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Müsst ihr nicht, aber wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und wir fahren jetzt noch zu Ende und dann geht's ab Richtung nach Hause. Blue Skies. Blue Skies. Blue Skies.